Heute gibt es ein Event-Vlog von der Grünen Woche. Das war jetzt echt anstrengend, hierher zu kommen. Wir haben 30 Minuten nach einem Parkplatz geschaut. Aber sonst sind wir immer schon zur Öffnung da, also um 10. Und jetzt sind wir halt erst 11 Uhr angekommen und da war halt hier alles weg. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, wie lange wir für einen Parkplatz gebraucht haben, aber war doch schon einige Zeit. Hat jetzt gerade so funktioniert und ist auch ein richtiger Parkplatz. Ne? Keine Einfahrt zugestellt, keine Kurve, keine Ecke zugestellt. Ne? Ja. Ja, genau, das passt. Wir haben die Karten vorbestellt. Das ist auf jeden Fall so ein Trick für die Grüne Woche. Da gibt es natürlich auch Kassen vor Ort, aber das dauert recht lange. Ne? Achso, und mein Gesicht, ich habe Sonnenbrand. Ne? Bitte keine Kommentare dazu, ich leide auf hart. Ja, ich leide hart, ich weiß. Wir achten mehr auf mich in Zukunft. Also grennt mit mir. Was hast du für die Tickets bezahlt? 16 Euro pro Erwachsenenticket für eine Tageskarte. Und für einen Tag. Genau, für einen Tag. Die gesamten Preise für eine Wochenkarte beträgt 41 Euro. Dann könnte man aber mehrfach hingehen. Manche Leute schaffen es ja nicht, an einem Tag alles sich anzugucken. Und fahren auch gerne zweimal zur Grünen Woche hin. Genau, na, wenn man hier in der Ecke wohnt. Genau, wenn man hier dann auch noch das Ganze machen möchte, dann ist das auch eigentlich legitim, wenn man sich so eine Wochenkarte holt. Abgesehen davon, wenn man Schnäppchenjäger ist, ich habe gehört, immer am Sonntag, also das ist morgen. Täglich. Da gibt es, wenn die ganzen Stände abgebaut werden, massive Rabatte bei den einzelnen Ausstellern. Ach so, ja. Und dann könnte man sozusagen, wenn man am Ende der Woche nochmal hingehen möchte, bei der Grünen Woche vorbeischauen, um sich dann Küchengeräte, große Wurstwaren oder das, was halt nicht verkauft wurde, noch für einen günstigen Schnapper zu holen. Genau, die wollen das ungern einpacken, ne? Und dann kann man nochmal Schnäppchen machen. Aber bei der IFA genauso. Und ja, wenn man erst ab 15 Uhr hingeht, dann kostet die Tickets auch noch deutlich weniger. Ja, genau, da kostet dann der statt 16 Euro der Normalpreis nur 11. Also nochmal deutlich günstiger. Genau. Alles Fresser willkommen. Das ist unser Slogan einfach. Wir wollen uns. Wenn man nicht direkt um 10 da ist, weil wenn man von Anfang an hier ist, die Leute, die stehen hier komplett, ne? Also alle, der ganze Platz ist immer voll so. Der ganze Platz ist dann voll. Bis die ganzen rein. Und ich glaube, wir können da in den Eingang einfach reingehen. Das stinkt hier nach Scheiße. Ist das Berlin oder ist das die Tierhalle? Ich weiß es nicht, aber wir gehen einfach rein. Da geht's auch hin. Und ja, da gehen wir rein. Da können wir dann unsere Karten vorne vorzeigen und scannen lassen. So. Gehen Sie durch? Achso, jetzt wird ja auch noch Tasche kontrolliert. Ja, immer. Ja. Oh, hier ist Vogel inzwischen an. Ja. So. Hier, können wir auch bei ihm das machen hier? Online-Karte-Ticket? Nee. Nee, Ticket ist jetzt vorne, ja, aber Rucksack hat er. Rucksack, genau. Ja, warte kurz. Ich komm hier raus aus meiner. Hallo. Hallo. Einmal vorne und einmal Rückseite. Ja, hola. Danke. Danke. So, das hat gut funktioniert, wir sind durch. Es sind tausende Menschen hier, auf jeden Fall. Wir haben jetzt keine Karte gekriegt, aber eigentlich kennen wir uns inzwischen ganz gut aus. Ich würde sagen, wir gehen in den Ostbereich hier. Die Halle ist Deutschland, da geht es immer los. Da ist immer Holland, glaube ich. Also ich würde sagen, wir gehen in die Richtung, erstmal die Deutschen. Thüringen geht hier vorne direkt los. Thüringen, alles klar, dann let's go. Nochmal zur Garderobe oder tragen wir heute? Wir tragen alles. Okay, weil meine Jacke ist mir gleich zu warm. Dann kommt die in den Rucksack. Die kartiert für dich einmal. Das ist super. Kürbiskerne sind es richtig? Ja, hier. Oh, ist aber lecker. Achso, so viel ist es gleich. Wie sieht das? Tauschen? Und Natur. Diese gesalzen sind Zucker. Super lecker. Schmeckt sehr gut handgemacht. Aus dem Saal drauf. Ich nehme mir noch einen Bonbon. Ja. Dann ist es Jazz. Da drüben ist der Thüringer Bratwurstkönig. Wollen wir ein Foto mit ihm machen? Ich nicht. Aber Icke. Wer da wohl gänzlich glänzt durch Inkontinenz? Schwarz
Bacher Schlossbrauerei, Thüringer Bogen, Feinschmeckerschmiede. Es gibt ja mega viel zu entdecken. Ich würde gerne mal am Altenburger Stand rangehen, die haben aber gutes Bier. Erste fertige Döner zum selber aufbacken. So, 2,50 kostet der Döner. Ich hab's nicht So, wir sind jetzt hier beim Alzaro in Thüringen und hier gibt es den Dönerback. Also ein fertig zubereiteter Döner für den Tiefkühler und den man selber aufbacken kann. Und den zwei haben Wochen haltbar hat er jetzt. Genau, und so sehen die aus. Die kommen aus dem Tiefkühler in den Ofen, werden aufgebacken. Sieht sehr gut aus. Ich würde sagen, kosten Sie mal. Und? Schmeckt es wie Döner? Total, ja. Das ist schon krass. Und man kann den jederzeit aufwärmen und ist gefüllt. Sehr viel Fleisch, ne? Sieht sehr gut aus, ja. Oh, oh, da läuft alles raus. Mmh, sehr gut. Ist auch cool. Das ist ein cooles Produkt. Neuheit? So noch nicht gesehen. Schmeckt wirklich gut. Feinschmeckerschmiede, das klassische Schmalzbrot mit Gurke. Was hältst du davon? Sieht gut aus. Finde ich auch. Sehr lecker. Ja, auch lecker. Das ist ja auch geil. So, jetzt sind wir in der nächsten Halle in Niedersachsen angekommen. Niedersachsen, du schmeckst mir. Honigsorten und Öl, was ist das für ein Honig? Konfetti mit Blüten. Und, wie schmeckt's? Oh, sehr lecker. Und dann haben wir hier verschiedene Öle. Ich sehe hier Senföl. Mmh, das schmeckt auch ganz gut. Willkommen im Land Brandenburg. Hier ist es überschaubar. Jeder Stand hat oben seinen Namen dran. Und da ist die Spargelstadt Belitz. Da waren wir ja schon mal. Und da ist auch der Spargelhof in Kleisto, den wir besucht haben. Wie findest du das? Wollen wir da nochmal rangehen heute? Ja. Wunderbar. Da lang und dann links. Oh, hier gibt es wieder Nüsse zum. Sind das Rosinen? Nee, das sind Kürbiskerne in Schoki. Ah, das ist aber schön. Hm. Mit Orange, ja. Lecker, ne? Ja. Sehr, ne? Schmeckt sehr. Zartbitter mit Chili. Zartbitter mit Chili, da bin ich eher derjenige. Aber das Chili, probier mal. Ich hab ja eine Chili-Challenge in Berlin gemacht. Da habe ich bei der schärfsten Currywurst in ganz Berlin zugeschlagen. Bei 36? Nee, bei dem in der Wedding. 7,7 Millionen Scoville, das Schärfste, was je jetzt. Ja. Habe ich geschafft und ich bin auch offiziell im schärfsten Club der Welt aufgenommen worden. Ja, gibt's ein Foto, hängt von mir da. Aber Zartbitter? Zartbitter, du merkst am Ende. Am Ende, wenn du denkst, die ganze Dinge schon gegessen, dann kommt erst die Chili-Wurst. Mhm, ja, so ein bisschen, ja. Genau, aber nicht übertrieben scharf, sondern angenehm. Merkst du wahrscheinlich so nicht. Aber nee, ist super. Ist sehr, sehr schön, es schmeckt sehr, sehr gut. Und so viele verschiedene Sorten. Kürbiskerne komplett alle selbst angebaut? Kann ich jetzt ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle. Also, ich sag mal so, wir sind aus Belitz. Mhm. Und da wird ja immer viel angebaut. Ja, wir müssen viele eigene Kürbisse haben. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt alle komplett. Kann ich jetzt so sagen. Okay. Bei der Klosterfelder Senfmühle angekommen und hier gibt es verschiedene Dips und Soßen und Brot. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Sehr, 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 sehr cool. Bruschetta, Petersilie, Café de Paris und das ist es. Alles aus Körnern steht da drauf. Und schmeckt der sehr gut? Das sehr. Das ist wunderbar. Nun sind wir beim Brandenburgischen Landesverband der Imker angekommen. Und hier gibt es wieder Honig zum Naschen. Mmh. Honig geht immer. Honig schmeckt auch mal besonders lecker. Verschiedenste Sorten, verschiedenste Blüten. Das ist von Siggis Biene. Von Siggis Biene? Mmh. Mmh. Das ist Sommer. Das ist eine andere Sorte, die ist ein bisschen fest, wenn wir sie berührt haben. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja. Ein Hersteller. Der ist meist ein bisschen. Welcher schmeckt dir bisher am besten? Oder schmecken dir alle gut? Der schmeckt sehr gut.
Ja, das ist die Sommerernte. Die ist relativ frisch jetzt gerührt und abgefüllt. Ja, das auch Sommer ist, aber eben die Blüten. Aus Brandenburg schmeckt dir besonders gut? Ja, nach dem Honig ein bisschen sauer, aber sehr lecker. Magst du Marmelade? Ja. Das ist Heidelbeer. Nee, ist Meerrettich. Meerrettich ist das? Oh. Ach so. Das ist aber zu scharf, oder? Ja. Genau, das ist ein Fischaroma von Seitenringen und Zanderfilets mit ein bisschen bunten Gemüse, einer weißen Sahnesoße und gelben Duftkreis. Ja, gelben ganz viele Duftkreis. Shows, Live-Musik, ganz viel zum Naschen. Auch Sie? Gefällt uns. Nicht der. Wir begehen den Freistaat Sachsen und hier gibt es aber die besonders guten Sachen, denn alles, was aus der Region Sachsen kommt und mit Dresden zu tun hat, ist ein sehr, 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 sehr gutes Land. Hier herrscht noch Ordnung und gute Mastschweine, Strohschweine. Heidelbeerknüpfe. Oh, das war sehr gut. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Leipziger Region, Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch? Sauerkirsch. Mhm. Mh, Quantenmarzipan, sehr lecker. Eine sehr, sehr gute, leckere Speise. Die Biermacher. Wir sind wieder bei Elbauer in Sachsen im Freistaat und ich habe mir wieder den Stiefel geholt. Ist das denn ein Schuh? Der Stiefel ist richtig unschlichtig. Ich weiß nicht, ob es ein Schuh ist, es ist ein Stiefel. Steht auch auf dem Verkaufsschild, das ist das Lausitzer Dunkel. Und genau, wir hatten jetzt erwähnt, 2019 oder 18, als wir eins unserer ersten Grüne Woche Videos hochgeladen hatten, da habe ich mir auch einen Stiefel gekauft und jetzt habe ich einen neuen, schön neu bedruckten Stiefel von Eibauer. Also, ein sehr gutes Produkt. Ich kann schon mal warten, bis der Stiefel in meinem Schrank steht. Ja, ich auch. Jetzt sind wir bei den Bayern und hier ist es auch lecker und hier riecht es auch gut hier in dem Laden. Genau, wir haben schon Schmankerlbraten gehabt, eine würzige Salami mit Pfefferkörnern und Schweinebauch gab es zum Probieren. Wunderbar. Und hier ist es wirklich so noch, das Ländliche wird gelebt, hier mit Dürndl auf der rechten Seite. Also sehr, sehr schön hier. So, wir sind in Berlin angekommen und da wollen wir natürlich auch mal gucken, für was Berlin so besonders bekannt ist. Ernährungsstrategie. Da muss jemand ohne Pause strampeln, um den Mixer zu betreiben. Ah, das ist aber voll gut eigentlich. Das finde ich ja super. Mhm. Hier, ansonsten haben wir auf dieser Seite das Brandenburger Tor aus Schokolade. Ist das Jahr oder ist es ein frisches? Es wird, ich denke, dass es ein frisches ist und ist von Rausch Schokolade. Rausch kennt man ja auch in Berlin als Qualitäts-Shogi-Hersteller. Oha, da sind aber schon viele nicht berühren, aber alle Fingertapsen sind drauf. Ein Shogi. Es riecht aber auch massiv nach Schokolade. Ja, hier riecht es echt krass. Oder wollen wir auch mal für den Smoothie treten? Nee, das ist mir zu anstrengend heute. Ich muss noch Auto fahren. Okay, aber das Bier trinken war nicht so anstrengend. Nee, das war gut. Ich hätte gerne 1 Euro für die Probeschale. Na, das machen wir. Moment. So, in Berlin haben wir jetzt Just Taste uns gerade eine Probeschale geholt. Das sind Gemüsepasta, mehr Ballaststoffe, mehr Proteine, weniger Kohlenhydrate. Und sieht aus wie eine normale Nudel. Und, wie schmeckt's? Schmeckt nicht nach einer normalen Nudel, aber trotzdem nicht schlecht. Ist halt Gemüse sozusagen. Das schmeckt auch nach Gemüse, ja. Ja, bieten sich auch große Messepreisetüten an mit 13 mal Pasta für 25 Euro. So viel können wir jetzt nicht in den Rucksack packen. Aber doch sehr, sehr interessant. Nudeln mit Pesto, Probierschale 1 Euro. Ja.
Super cool. Und in Berlin ist auch da hinten Demeter biodynamisch seit 100 Jahren vertreten. Besser als Demeter wird's halt nicht. So. Ja, ein kleines Stückchen. Du hast es. What? Ja doch. Schmeckt von der Konsistenz noch ein bisschen wie Nudeln, aber halt anders im Geschmack. Aber lecker. Ein bisschen gummiartig essen. Es ist halt das Gemüse. Aber nicht schlecht deswegen. Also gut. Coole Idee. So, wir sind aus Berlin raus. Da gab es noch leckere Bio-Organics-Sachen. Und zwar ist das ein Dattel, Hafer, Feige und Mandel, glaube ich. Powerball. Und wie schmeckt der? Der ist sehr weich, der ist sehr lecker. Schmeckt gut. Und wir haben beide eine gute rote Farbe. Ich habe vom Kaufland noch einen Schott gekriegt. Genau. Den killen wir jetzt auch. Wir haben nämlich dort geguckt, Kaufland bietet jetzt Demeter-Produkte an, weil Thema Berlin war viel mit Bio und nachhaltiger Ernährung zu tun. Und wir haben einen 25% Rabattgutschein bekommen für Bio- und Demeter-Produkte. Und dieser Ingwer-Shot mit Beeren... Das ist ein ganz cooler Coupon, ne? Ja, der ist... Warten Sie mal. Nee, der ist roter. Testen wir den mal. Aber mit Ingwerwurzel drin, das kann es wieder scharf und brennend sein, das weiß ich. Oh, der riecht anstrengend. Ja. Und? Oh, nee. Oh. Nee, beim besten Willen nicht. Nee, Osok, nee. Jetzt muss ich den killen. Oha, nee. Ein paar Vitamine tun meiner Haut ganz gut, aber der ist richtig anstrengend. Oh, oh. Boah, der zieht richtig durch. Boah, ist das scharf, der brennt ja richtig hinten am Nacken. Boah, ui. Nee. Können wir an, sag mal, Wasser holen? Ja. Boah. Unsere neue Lieblingshalle, Sachsen-Anhalt, Südharz, unsere Heimat. Und... Ja, gefällt uns wirklich hier sehr, 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 sehr gut. Rotkäppchen kennt man ja, Erlebniswelt, der Klassiker. Auch da hinten Kati, feine Backwaren, haben wir auch schon mal gesehen. Ja, und hier gibt es viel Wein und Wurst und leckere Sachen. So, was ist denn hier weitergehen? Also, ich muss sagen, hier gefällt es mir besonders gut. So, wir sind bei Keudecke vom Harzer Spezialitätenstand und hier gibt es lecker gute, fantastische Wurst aus dem Harz, die wir gerne genießen wollen und die haben auch coole Genießerküche. Wir hatten ja euch schon im Food Hall die Potsuse gezeigt gehabt. Rillette. Und hier gibt es alles. Leckere Wurstchen, Rostbratwürste, Griller. Es ist einfach alles am Start. Und zwei Ringe für 6 Euro. Die richtig mit, ne? Guten Mettringe. Nehmen wir mit? Auf jeden Fall, würde ich sagen. Das klingt fantastisch. Wie gefällt's dir hier? Sehr gut, gefällt's mir in Sachsen-Anhalt. Jetzt sind wir in Mecklenburg-Vorpommern angekommen und hier gibt es Lübzer, Störtebäcker, echte Bierspezialitäten und ganz, ganz viel aus dem Norden. Wie es im Buche steht und es schmeckt auch so. Aber Thema Mecklenburg-Vorpommern, ganz viel Fisch gibt es auch wieder hier. Alpenzeller Käsespätzli. Ja. Traditionskäsespätzli. Ja. Die sehen auch gut aus in den Pfannen da, wie die vor sich hin kochen. Nom nom nom. Sieht fantastisch aus. Hab wieder Apfel bekommen.
Schnitz, zweimal Käse, einmal Milch für 5 Euro. Ja, das ist ungefähr. Das nehmen wir mit. Kräftig im Geschmack, aber ich bin jetzt nicht so der kräftige Typ, aber schmeckt auch. Schmeckt sehr lecker. Guck mal, es gibt einen Pflaumenwanderweg. Wo ist das denn? In Stromberg. Ja, aber wo? Im Münsterland. Im Münsterland. Sind zwischen Münster und Bielefeld. Das ist doch schön. Ja, oder? Wanderweg und wenn Sie dann am Hof Schwäbisch vorbeikommen, dann können Sie dort auch noch, im Sommer gibt es immer noch Kaffee und Kuchen und genau. Darf auf sowas freuen? Das ist schon schön. Müssen wir nur vorbeikommen. Genau. Das wird wirklich sehr gut, weil gerade beim Alkoholfreien kann man einmal Hessen. Ja, aber viele kennt man, also die Kenner, und die es genießen. Ja, also ich bin da gar nicht so festgelegt. Also das Lux mag ich auch sehr gerne, aber es hört sich jetzt so an, als würde ich jeden Tag Bier trinken. Also tue ich auch, aber nein, wirklich nicht. Aber Jute Graf von Rüdesheim. Wir sind jetzt in den internationalen Hallen angekommen und beim Graf von Rüdesheim habe ich mal 2008 ganz viel Wein gekauft. Den habe ich immer noch nicht ausgetrunken. Wir sind jetzt in Ungarn, Iran, Persien und noch... Guck mal, die riechen so lecker. Baumstriezel, das könnte ungarisch sein. Ja. Nom 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 nom. Rosenkrapfen, guck mal, wie groß der ist. Ein Rosenkrapfen, 3 Euro. Ach, ist das wieder mit diesem Eisending? Ja, ich glaube, das ist mit dem Eisending. Ja, das ist mit dem großen Eisending. Das sieht ja fantastisch aus. Willkommen in Litauen und wir sind ja auch Estland, Finnland, Schweden in den nordischen Staaten und hier gibt es immer lecker, lecker, lecker Sachen. Boah, es riecht auch so gut hier. Oh, da hole ich mir eins wieder. Da freue ich mich. Das kann ich mir noch gönnen. Nehmen Sie mal bitte. Vielen Dank. So, wir haben ein litauisches Bier für 2 Euro im 0,33er Becher. Super gut. Und Litauen und auch Estland, Finnland, da gibt es immer so viele leckere Wurst mit Hirsch und Elch. Ja, da drüben gibt es schon Elch. Und Esel auch oft, ne? Ja. Und ein Porträtzeichner ist hier, das ist ja auch cool. Einen frischen Kaffee aus Kolumbien mit Milch vom Osok. Vielen Dank, ja. Freuen wir uns sehr, wir sind gerade in der internationalen Halle. Kolumbien, Südamerika, arabische Länder, Peru. Sehr, sehr toll. Hier gibt es viele Früchte und Sachen zum Testen. Und ich habe mir einen Kaffee gegönnt, weil ich muss nachher noch Auto fahren. Das kommt aus dem Dschungel aus Peru, aus der Amazonas. Das ist ganz typisch, mit Bananenblätter angewickelt. Und das ist das erste Mal in diesem Restaurant, Anaconda Hütte, La Choza de Anaconda. Ah, das also, ist aber sehr schön. Ja, ist das erste Mal. Erstes Mal ist ein peruanisches Restaurant mit Spezialität in den Dschungel. Sieht gut aus. Ja, es ist auch gut. Das ist der Kanal, Miracolina. 2400 Abonnenten, okay, also schon, mal, wir sind noch klein, aber wir wollen wachsen. Okay, also, so viel liebvoll. Danke schön. Also, Mira mit Doppel-M und dann Colina. Okay. Genau. Einfach nachschauen, würden wir uns sehr freuen. Danke schön. Und viel Erfolg noch auf der grünen Woche. Sehr lecker, die Bananenchips. Die sind nicht so süß. Wir möchten die Betreiber des Standes wissen, wer hier das YouTube-Video macht. Wir. Ich glaube, Kochbanane, sehr lecker. Ja, aus Peru und es hat extrem gut geschmeckt. Und dieses Instrument auch sehr, sehr toll. Finde ich sehr, sehr schön.